Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mars Horizon. Gott. Gar nicht gewusst, wie das Spiel hier heißt, verdammt. So, herzlich willkommen zurück zu Mars Horizon. Ah, ich freue mich so, dass die Spiele endlich raus sind, dass ich euch endlich hier durch die Weltraumzeit hier durchprügeln kann. So, dann machen wir weiter. So, Tavarisch ist gleich fertig. So, was geht ab? Ich lobe sie. Ah, die sind schon gestartet. Shit, da bin ich nicht erst einmal. Dreck! Fick dich, Mann. 61, 61. Das ist richtig scheiße. Egal, dann boost ich die Start-Dinger. Was soll das heißen? Tod? Aber die Amis sind ja noch gar nicht durch. Starte ich im Januar, Alter. Wie 71, ja, nee, das ist viel zu wenig, Alter. So, Jupiter ist fertig. Gebäude, boom, Mission Control als nächstes. Viel gestorben, also. Haushaltsüberprüfung. Viel, glaube ich, habe ich jetzt nicht vorzuweisen. Warum bin ich nicht eher gestartet? Na gut, das hätte ja keinen Unterschied gemacht. Also über 70% Startwahrscheinlichkeit. Ich hoffe, es regnet im Januar. Ah, na gut, gute kasachische Wüste. So, erster Start mit Ir-7. Tavarisch. So, dann wollen wir mal die Genosse Oh, ist ja der Wahnsinn. Über 80%. Mega. 3. War. Was ging? So, go, baby, go. Scheint gut zu fliegen. Nichts Besonderes. Jawohl. Können wir auch Leica nach oben schubsen. So, das ist ja wohl jetzt der Missionsbildschirm. So, ich bekomme 50% Bonus, wenn ich 3-3 schaffe. Ja, das ist okay. Und dann habe ich 4 Runden. Machen wir mal das. Sind hier einwandfrei. Sehr schön. Wunderbar. Sind die da wunderbar, die Karte hier. Andersrum. Auch noch eine hier, so.
Schauen wir mal, ob wir das schaffen. An Energie haben wir genug. Ja, pff. Easy, Alter, das ist ja der Wahnsinn. Das Ding funktioniert ja wie ein Schweizer Uhrwerk, als wäre die Raumsonne direkt aus der Schweiz ausgebrochen. So. Zack, boom, fertig. Überschrittene Parameter, das könnt ihr jetzt noch nicht sehen, aber ich habe einen Erfolg freigeschalten. Bin zwar nur Vierter, weil die anderen irgendwie, ich weiß nicht, was gemacht haben. Hexerei hier. Ja, sehr schön. Weltraumzeitalter, ja. So. Der andere Bums ist gleich fertig im Mission Control. Was? Erst ein Menschen ist alles schießen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich was für einen Stand ich habe. Weil ich sag mal, ich habe die Rakete dafür. Das einzige, was ich noch dafür brauche, ist, um den ersten Menschen ins All zu schicken. Ne, ich lehne das ab. Da hab ich einfach keine Bock. Mission Control ist sogar fast schon ein Muss, dass ich das aufbaue. Donner 25. Damit. Senkt die Baukosten und erhöht die Ding. Na klar, könnte ich es machen, aber das Problem ist halt, wie man hier sieht, steht hier nicht nur. Weil ich würde halt gerne auch die Mondumlaufbahn als erste erreichen. Heißt, ich werde da ein bisschen zweigleisig fahren. Lass mal auf Laika gehen, weil. Wie sollte sonst die erste russische Hündin im All heißen? Außer Laika. Was? Okay, danke. Okay. Muss ich da hochschießen? Na, da warte ich, bis Mission Control fertig ist. Und dann kann ich zwei, So, Sputnik, dann Tiere im Weltall. Nicht verarschen, dass sie schon planen. Hol ich so nie wieder ein. Dass die scheiß Sputnik-Kapsel da so teuer ist. Da forsche ich gleichzeitig die Dinge im Mondumlaufbahn. Und plan auch noch. Eine Orbitalmission. So. Genau, das Experimentale ist ja geil. Ja. Genug Kohle wird die wohl haben. Über 300.000 reicht für die erste Hündin im All. So, Sputnik 2. Belohnung für die Wissenschaft. Ach, ich bin auf den Sack. 31%! Ich würde gerne Tiere im Weltall erst designen. Das ist am wichtigsten. Ukase, na dann. 120.000. Scheiße, das Ding ist so günstig geworden. Dann kann ich für das andere auch gleich was bauen.
Aktuelle Missionen, Orbitalfunk. Rein theoretisch könnte ich die doch mit der Jupiter hochschießen. Gucken, wie diese funktioniert. So, 18.000, na dann. Auf geht's. Leite Hashtag. Wir brauchen Geld, Junge. Also. Ach, schön. Ja, Mondumlaufbahn, sehr schön. Dann werde ich. Ah, zum Mond, da brauche ich ja die Dinger dafür, die. Was seid ihr? Da brauche ich ja die, ne? Um die zum Mond? Die kommt zum Mond. Brauche ich die gar nicht. Kann ich das Scheißding schon zum Mond schießen? Na, Luna, wie wiegst du? Bist du fett? 350 Kilo? Passt. Sputnik 2. Ah, 100k habe ich. 91%, willst du verarschen? Ja, die Startzuverlässigkeit muss ich unbedingt pushen. Da stinke ich so ab. 63%, willst du verarschen? Haushaltsprüfung. Yes! 100k. Muss es sein, ey. Ich brauche unbedingt wieder neue Kohle. Ah, Ding ist fertig. Orbitalfunk. Sehr schön. 31%. Mit 31% fliegt dieses Ding mir nicht. Also eine Fremdmission, das kann das ein bisschen warten. Ich könnte sogar noch Dritter werden. Aber die anderen alle gescheitert sind. Spatzi. Komm schon, Alter. Mach mir jetzt keinen Strich durch die Rechnung. Oh, gute Wetterbedingungen auch noch. 72%. Oh. 3, 2, Asien. Also, Sendung. Wo sind wir? Hat, glaube ich, geklappt. Nein! Jawohl, über 60%. Auch über 60%, sehr schön. Ja, dann muss ich nicht mehr so weit unten anfangen. So, ihr komischen Hunde. Alter Hunde. Alles Hunde? Ah, noch. Zwei und sechs, vier Runden. Okay. Was meint das? Danke. Aber nur noch zwei. Aber das ist doch am besten so.
So und so. Allein. Muss ich noch mehr Strom reinbremsen. Wow. Warum immer der zweite immer so gut funktioniert? Jetzt habe ich 7. Das kann ich rein theoretisch so machen. Dann habe ich immer noch genug. Dann. Aber warte mal, warte mal. Warum? Und das. Kann das nicht umgekehrt sein? Zack. Ah, schiebt sie sowieso noch von. Okay. Ja klar. Geh wieder über 90%. Kein Problem, Alter. Ah, fertig. Ha. Dann noch als dritter abgeschlossen hier. Reingebrawlt hier. Gerne bitte den nächsten Ding, ey. Leica, ja. Ah, oh, Luna ist bald fertig. Jawohl. Ja, schon Kohle für Luna. So, was gibt's denn hier noch für Dinge? Das ist dann das Leitsystem. Was Baba Yaga? War das nicht diese komische Hellseherin? Also sicher Rumänien oder so. Na dann, dann schieße die alte mal ins All. Wirklich, da sind sie auch schon. Penner, ey. Ich hab keinen Slot frei. Ja, für das brauche ich größere Raketen, also muss ich mal hier die nächste Raketengeneration mal erforschen. Also ist. Was Name Veranstaltung Open Skies Missing? Wow. Vertrag unterstützen. Diese fliegende Mülltonne. Stufe ist noch relativ interessant. Kein Slot mehr frei, da muss ich wirklich 3 Monate lang warten. Diesen Rotz. Das ist das Staatsverlässigkeit. Komm. Die beschissene Experimente nutzt das Scheiße. Ey. Wir haben 46%. Come on, das ist doch so gutes Wetter.
Und die ist wirklich Anastasia. Aber Leute, bevor der Start kommt, würde ich mal sagen, ja. Die nehmen wir uns mal fürs nächste Mal auf. Schauen wir doch einfach mal nach, ob das ganze Ding irgendwie in der Luft explodiert oder so. Was weiß ich. Finden wir es raus, aber in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Wenn ihr es nicht sowieso schon habt, und gebt der Folge einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Macht es gut, haut rein und tschüss.